In GoodNotes solltest du diese vier Tricks und Tipps unbedingt wissen. Trick Nummer 1. Um Geschriebenes zu widerrufen, kannst du entweder mit zwei Fingern doppelt tippen oder mit drei Fingern nach links wischen. Mit einem Wischen nach rechts kannst du das Gelöschte wiederherstellen. Über diesen Knopf kannst du ein GoodNotes-Dokument in einem separaten Fenster öffnen und gleichzeitig an zwei Dokumenten zu arbeiten. Ansonsten kannst du auch einfach diese Leiste von dem Dokument nehmen und so in einem neuen Fenster öffnen. Du kannst Karteikarten erstellen, indem du bei der Vorlage GoodNotes Standard mit dem Papier Lernkarte auswählst. Über diesen Knopf kannst du jetzt die Karteikarten abfragen. Mit der Kommentarfunktion kannst du zusätzliche Informationen auf ein Dokument schreiben. Besondere Formen oder Zeichen kannst du so in einer Sammlung speichern und dadurch immer wieder verwenden. Für weitere Videos kannst du jetzt noch abonnieren.